Hallo, hier Dark Saber mit Nitros B3 Part 13. Und zwar geht es jetzt endlich mit Hot Pursuit weiter. Und dem Rennen Country Woods, der Strecke Country Woods. Rennen, ja, das sind alles Rennen. Gut, Country Woods. Oh Gott, jetzt weiß ich mich gerade zu erinnern. Moment. Ich hatte. Ja, die ist definitiv ein Dingens, eine Kontasch. Rocket Pairs würde mich wundern, wenn ich da einen Kontasch genommen hätte. Country Woods würde sich nicht lohnen mit einem Kontasch. Da könnte ich die Rutsche nochmal ausprobieren. Okay, dann würde ich jetzt Country Woods einfach mal mit einem Schickler fahren. Ich glaube, die gleiche Farbe wie immer. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Farbe ich habe. Okay, sieht auch gut aus, aber ich würde doch gerne mal. Ach komm, den wir einen. Ach komm, wir machen ein richtiges Schwarz, nicht dieses komische da. Komm. Nehmen wir ein richtiges Schwarz. Das ist ein schönes, tiefes Schwarz. So, und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und weiter geht's. 3, wir fahren gegen 2, Ramrod. 1, los! Okay, jetzt kann man gerade ein bisschen komisch fahren, aber ich glaube, das ist. Ist das richtig rum? Ja, das ist richtig rum. Es gibt ja die Möglichkeit, hier alles umzustellen. So, er sich damit ärgern. Oh, tschüss. Und runter. Ich finde es eigentlich immer runter von Gas, aber das geht natürlich nicht so gut. Wenn ich jetzt hinterher ist. Und los geht's. Es funktioniert. So, ich bin ein bisschen runter vom Gas. Oh, hier mit dem Schieger ist einfach so super. Okay. Oh, kommt man so gut rum mit dem Shigera. Ich find's so toll. So. So, aber man kommt auch nicht so gut von der Polizei mal weg, weil man hier ständig vom Gas muss. Kann man jetzt? Der Schuh, das hat mir jetzt ganz schön viel Zeit gekostet. Oh, ich liebe es, mit den Schickereien zu fahren. Da kommt man so perfekt überall rum. Und trotzdem stelle ich mich immer noch ein bisschen an. Okay. Und jetzt. Naja, geht noch besser. Oh je, Roadblock. Jetzt haben wir nicht wo, aber es kommt doch. Die standen sich gegenseitig im Weg. Gut, die Polizei war mal. Oh, oh. Okay, vor der Farm.
Aber das, was gerade war, wird ja wohl hoffentlich nicht die Roadblock gewesen sein, weil das war keine tolle Roadblock. So. Aber ich bin aus gut im Vorteil. Fast eine halbe Minute. Jetzt zieht er mich, also holt er natürlich wieder ein bisschen mehr auf, aber... Super Roadblock. Hey. Ich will es nicht verarschen, ey. Das ist so ein bisschen Ruhe. Also schon gegenseitig schon. Oh mein. Was? Nicht gut. Darf mal. Sie spielen mit dem Feuer. Ich Mann. Gebe Ihnen eine Verwarnung. Jetzt erst. Aber gut, warum auch nicht. Gut, so komme ich weg. 37 an Bezirk. Was jetzt? Einheit 37. Wir sind an Code 4. Einheit 37, 10-4. Toll. Können wir mal hier so lang fahren? Oder auch nicht? Komm, lass mich das bisschen hier machen. 38 an Bezirk. Brauche weitere Einheiten im alten Tunnel. An alle verfügbaren Einheiten. Einheit 38. Braucht Hilfe im alten Tunnel. Wenn man mal die Zeit hat, kann man das mal machen. Nein. So habt ihr mal auch bei das kleine Mädchen kennengelernt. Also das kleine Stückchen da. Hat sich gerade halt mal so angeboten. Man war gerade ganz langsam und ihr seht, das war halt mitten irgendwo. Halt wo Schnee ist, wo man halt nicht richtig wenden kann. Und da ist halt wirklich sinnvoller, wenn man einfach vom Gas geblieben ist. Da ich so gerade sehr langsam war, war es egal. Der ist natürlich keine Chance. Aber ich bin vorne. Noch. Soll jetzt nirgendwo mehr gegenfahren. Das könnte natürlich ein bisschen schlecht sein. Läuft doch. So, ja, viel ist da nicht zu sagen. Und er hat zweimal, sagen wir mal, was er mitbekommen, wo er ein Strafzettel bekommen hat, der Ramrod. Wir sind relativ. Beim ersten Mal waren wir schneller? Also beim zweiten Mal haben wir ein bisschen herumexperimentiert. Aber gut, ich bin gut durchgekommen. Ja, gut. Das geht, glaube ich, trotzdem nicht. Das kann man mal schnell nachgucken. Das geht meines Erachtens nicht. Okay, es geht. Nee, doch, es geht doch, weil ich ja als erstes durchgekommen bin. Alles klar. Ja, dann wird jetzt als nächstes dann gleich Lost Canyons kommen. Das mache ich aber gleich im Anschluss. Dies war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch mit der 13. Folge gefallen. Euer Darksaber. Bis dann.